Heute ist schon wieder ein Feiertag, Pastor de Vries. Stimmt, Susanne, heute ist der 1. Mai. Da hab ich mal wieder Zeit für ein Video. Ich sehe dich wirklich gar nicht mehr so viel wie früher, Susanne. Diese Videos sind ja auch mehr ein Hobby für mich geworden. Was machst du denn sonst so in letzter Zeit? Ein Praktikum. Ein Praktikum? Ich bilde mich fort. Was machst du denn? Ich lerne Friseurin. Ach, wie cool. Friseurin, das ist wirklich ein toller Beruf. Willst du das mal werden? Ja, vielleicht. Ich habe ja das Problem, dass ich so vielseitig talentiert bin. Ich kann ja quasi alles. Aber Susanne, wo machst du denn dein Praktikum? Denn Friseure haben doch noch gar nicht wieder auf. Ich mache das bei YouTube. Bei YouTube? Ja, da kann man lernen, wie man Haare schneidet. Da gibt's ganz viele Videos zu. Ich guck mir die an und dann übe ich bei meinen Kuscheltieren. Ach du liebe Zeit. Wieso? Das hat alles gut geklappt. Ist jetzt alles kürzer als vorher. Und das wächst schon wieder nach. Na, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt brauche ich ein Lebendobjekt. Wie jetzt? Ja, als Abschluss von meinem Praktikum muss ich einem Menschen die Haare schneiden, sonst kriege ich nämlich kein Zeugnis. Ach so, okay. Und wem willst du jetzt die Haare schneiden? Naja, so viele sind ja jetzt nicht hier wegen Kontaktbeschränkung. Der Einzige, den ich hier sehe, das bist wohl du. Ich? Nein. Niemals. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Hör mal, Pastor de Vries. Du willst doch wohl nicht meine berufliche Zukunft zerstören. Ich will auch irgendwann finanziell unabhängig von dir sein und mein eigenes Geld verdienen. Ja, das wäre allerdings gut. Hab ich da gerade gut gehört? Dann kann's ja losgehen. Oh Mann, ich ahne Schlimmes. Lass mal verschiedene Styles ausprobieren. Ich möchte es so wie immer haben. Pastor de Vries, man muss auch mal was Neues probieren. Es kann nicht immer alles so wie immer bleiben. Das Leben ist Veränderung. Ja, aber es ist doch auch gut, wenn manche Dinge so bleiben, wie sie sind und wie ich sie kenne. Ja, aber wenn man nie was Neues probiert, dann verändert sich ja nie was, Pastor de Vries. Aber wenn sich immer alles ändert, das ist mir zu anstrengend. Ich find's eher langweilig, wenn immer alles gleich ist. Also ich find's irgendwie beruhigend. Mich bringt das zur Ruhe. Also Ruhe klingt für mich irgendwie nicht so super. Ich finde, man muss auch mal was Neues wagen. Und Altes bewahren. Aber auch Neues. Und Altes. Nicht nur das eine. Sondern auch das andere. Darauf können wir uns einigen. Na gut. Und jetzt fange ich an zu schnibbeln. Aber nicht zu viel. Wir werden sehen.